Schauen wir uns das mal im Detail an, in der Integer-Arithmetik. Für folgende Operatoren müssen diese Operanden sein vom Typ int, short oder long. Und der gelieferte Wert ist dann wiederum ein Wert vom Typ int, short oder long. Plus und Minus als Vorzeichen die Addition 12 plus 98 würde sein 110. Der Wert dieses Literals ist 12, der Wert dieses Literals ist 98. Wenn ich jetzt entsprechend addiere, erhalte ich als Wert, als Ergebnis den Wert 110. Die Subtraktion, die Multiplikation, die Division, da haben wir auch schon gesehen, es handelt sich hierbei um die sogenannte Ganzzahldivision. Hier wird wiederum, wenn ich zwei Integer-Werte durcheinander dividiere, wird geliefert ein Integer-Wert und das ist entsprechend der Wert, der entsteht in der Integer-Repräsentation. Reste werden einfach abgeschnitten. Und es gibt noch den Modulo-Operator, der mir den Rest der Division liefert. 7 modulo 3 ergibt damit 1, weil 7 durch 3 ist 2, Rest 1.